Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei mir, der Caro, und Somnos wollen wir wieder seit langem mit einem Video. Und zwar mehrere Gründe. Viele haben unter meine Kommentare geschrieben, hey Caro, wie hast du eigentlich deine Monster, sag ich mal, geruhnt? Und heute möchte ich in diesem Video meine Rita Marina Monster vorstellen, wie ich sie geruhnt habe. Ja, weil das war echt so oft unter irgendwelchen Videos, wie ich irgendwas geruhnt habe, weil ich die Runen nicht gezeigt habe. Zudem, zweites Thema, Amazon. Ja, Amazon hat eine Aktion für Neukunden. Ja, das alles in diesem Video. So, fangen wir gleich eigentlich mit der zweiten Sache an, die Amazon Coins, die Aktion für Neukunden. Das bedeutet, habt ihr noch nie irgendwas mit Amazon Coins gekauft, beziehungsweise einen Amazon Account, ja, vielleicht von irgendjemandem anders, ja, Freundin, whatever, keine Ahnung, noch nie Amazon Coins gekauft, dann unten in der Videobeschreibung befindet sich ein Link. Da einfach mal draufklicken und das ist eine coole Aktion. Ihr zahlt 10 Euro und bekommt aber 25 Euro Wert der Coins an sich for free. Einmalig, ja, und nur für neue Kunden. Ihr müsst mindestens 2 Jahre hier einen Amazon-Account haben, also mit diesem Account. Also ihr könnt jetzt nicht sagen, okay, ich mache mir jetzt einen neuen Account, ja, dann bin ich ja Neukunde und dann kann ich diese Aktion mitnehmen. Das bedeutet, ich kann diese Aktion selber auch nicht mitnehmen. Ich kann keine gratis Amazon-Coins mitnehmen, aber das ist hier die neue Aktion. Das läuft noch eine Weile auf jeden Fall. Und habt ihr Fragen, was sind Amazon Coins? Unten in der Videobeschreibung findet sich ein Link, ja, ein Tutorial-Link, ja, wie funktioniert es mit Amazon Coins, was habe ich davon? An sich könnt ihr bis zu 25% sparen. Das bedeutet beispielsweise, ja, ihr habt, keine Ahnung, ein Paket hier, ein empfohlenes Paket hier, dieses 5,49 Euro Paket zum Beispiel kostet dann keine 5,49 Euro, sondern dann vielleicht nur 4 Euro, ja, beispielsweise. Oder 3 Euro, ja, und habt ihr jetzt ein Paket für 110 Euro, dann zahlt ihr halt keine 110, sondern an sich nur in Anführungszeichen 90 Euro, ja, jetzt nur das so als Beispiel, kleines Beispiel, was sind Amazon Coins, man kann einfach damit sparen, wenn ihr Geld in das Spiel investiert. Okay, das ist die Sache mit Amazon und jetzt gehen wir zu der sehr interessanten Geschichte hier. Wie hat Caro ihre Rita Marina Monster überhaupt geruhnt? Wir fangen einfach mit eins meiner derzeit Lieblingsmonster an, in der Rita Marina zumindest. Und das ist meine Edna, die, ich sag auch natürlich hier zu den Monstern ein bisschen was, was ich vielleicht noch verbessern möchte, was ich mir vielleicht auch irgendwie wünsche, was vielleicht irgendwie in der Zukunft noch kommt oder so und wo ich noch auch Ruhen verbessern möchte. Natürlich sind meine Monster nicht alle perfekt geruhnt. Dann wäre ich höher in der Rita Marina und ich bin jetzt gerade aktuell C3. Ja, C3, ich werde definitiv höher, wenn meine Monster, sag ich mal, perfekt geruhnt wären. Sind sie aber nicht. Okay, also wir haben hier meine Edna. Sie ist geruhnt auf Qualwill. Speed, HP, Attack hier geruhnt. An sich, ich sag einfach mal, es sind ordentliche Runen, ja, es sind keine Crap-Runen, es sind wirklich auch gute Runen hier mit dabei. Die hier habe ich an sich reingenommen, ich habe Runen, da ist mehr Speed drin und alles und vielleicht auch mehr, vielleicht auch HP und Defense, aber mir war der ACC halt wichtig. Ich brauchte eine Rune, ja, die viel ACC hat und das hat mir diese Rune halt geboten, ja, damit der ACC-Wert einfach höher ist, weil ich muss bei Edna auf ACC achten, auf Speed achten, auf Crit-Rate an sich achten. Normalerweise bräuchte ich auch mehr Crit Rate hier. Deswegen arbeite ich sehr oft mit dem Crit Rate Lead. Hängt aber auch an meinem Ragdoll, weil er ja nicht genug Crit Rate hat. Aber zu Ragdoll kommen wir am Ende, also kommen wir dann auch noch. Und natürlich HP, ein bisschen Attack. Ja, ja, sie ist auf HP, Attack. Man könnte natürlich auch auf Crit Damage, Attack, Crit Damage, HP spielen. Würde auch funktionieren. Aber dadurch, dass mein Crit Rate Wert so gering ist, habe ich das mit Crit Damage gelassen und habe gedacht, okay, nee, wir machen das Ganze lieber ein bisschen mehr tanky. Und ja, so sieht sie an sich aus, ja. Fertigkeiten brauche ich jetzt an sich nicht erklären. Wie gesagt, hier nur in diesem Video meine Runen, meine Realtime Arena Monster. Okay, gehen wir zum nächsten Monster und das ist Garni. Garni ist gar nicht gut geruhnt. Garni ist eigentlich viel zu slow. Ein bisschen mehr ACC wäre ganz gut. Aber okay, aber meistens stört mich eher das zu slow. Also Garni so
plus 120, plus 125 wäre ganz nice. Auf Vio. Wenn man natürlich auf Swift geht, es gibt einige, die ich schon hier kennengelernt habe, die hier irgendwelche Garnis haben. 160er, 170er Garnis, okay. Kann man mal machen. Aber hier habe ich bei ihm an sich nur darauf geachtet, dass er, also das Garni recht tanky ist, ja, nicht allzu langsam, natürlich Will-Runen drauf hat. Ja, die Will-Runen sind halt nicht so pralle, ja, die ich hier so unbedingt drauf habe, obwohl hier 21% ACC auch wieder gut, aber Crit Damage, Crit Rate braucht Garni zum Beispiel nicht. Also hier kann man noch viel dran arbeiten. Hier ist eine ganz schöne Rune hier mit 34% HP, 13 Speed, das ist auch ganz ordentlich, aber hier die Rune zum Beispiel. Außer dass sie ACC hat, ist das alles nicht so unbedingt. Also man kann noch viel, sag ich mal, aus dem Garni hier machen. Aber das sind die Runen hier von Garni, den ich halt auch ab und an mal nutze. Gehen wir weiter zu, wen nutze ich eigentlich überhaupt noch, ja? Bevor wir zu den Dark Monstern kommen, kommen wir zu Perna. Perna nutze ich eigentlich immer. Perna ist eigentlich fast immer mein First Pick, den ich nehme, weil ich liebe Perna. Ich spiele wirklich mit den Monstern, die ich auch wirklich sehr gerne mag. Ja, vielleicht picke ich manchmal auch die falschen Monster und man hätte auch das Monster nehmen können und das, aber Perna picke ich an sich immer, fast immer gleich. So, okay, wir haben hier Perna, habe ich auf natürlich Speed geachtet, HP geachtet, Attack geachtet, Crit Rate und Crit Damage. Das sind die Werte auf ACC. Klar, ein bisschen mehr ACC für die erste Fertigkeit wären auch nicht schlecht, aber nein. Ja, achso, die Monster sind alle Full Skill Up, ja, will ich noch dazu sagen. Also jedes Monster, was ich euch jetzt zeige, außer ich sage es, hat Full Skill Ups. Speed, Crit Damage, Attack ist er hier geruht, auch auf Vio Will. Und das sind an sich hier die Stats. Ich denke, ganz ordentlich, klar. Kann man auf dem Crit Damage kann man auf jeden Fall noch mehr machen. Also es gibt definitiv genau gleiche Pernas mit den gleichen Werten, nur mit vielleicht 30-40% mehr Crit Damage. Ist bei mir jetzt nicht drin. Klar, ich habe die Ruhe nicht. Ha. Und davon abgesehen habe ich jetzt auch nicht alles auf Perna jetzt draufgeworfen. Sicherlich könnte man ein perfektes Monster machen, was wirklich sehr gute Werte hat. Aber ich habe das halt alles ein bisschen mehr oder weniger aufgeteilt. So, okay, gehen wir zum nächsten Monster. Was ich auch noch sehr häufig nutze, ist natürlich hier Velajoule. Ist auf Vio Will. Da habe ich an sich eigentlich fast nur drauf geachtet, dass er nicht zu wenig HP hat. Sicherlich wenig Defense, ja, dafür, dass es ein Velajoule ist. Aber mir geht es auch darum, dass es ein bisschen tanky ist. Ich habe auf Speed natürlich geachtet, auf ACC und sowas habe ich alles gar nicht geachtet. Auch nicht auf Crit Rate, sondern an sich eigentlich nur auf Speed geachtet, ja. Ist hier auf Speed, HP, Defense geruht. Guck mal, hier ist sogar noch eine 5-Star-Defense-Rune, aber mit 19 Speed, deswegen ist sie mit drin. Also hier kann man mit Defense auf jeden Fall noch ein bisschen mehr machen. Vor allem, weil die Runen jetzt nicht unbedingt so viel Defense beinhalten. Hier 6% mehr Defense, ja gut, okay. Hier könnte man vielleicht auch noch was machen mit HP oder so. Muss man halt sehen. Vielleicht könnte man das echt noch machen, aber ich habe halt keinen HP-Stein. Ich glaube, ich habe überhaupt nichts vom Vio. Vom Vio habe ich gar nichts. Ja klar, Defense. 20 bis 30, ja, das kann ich noch ändern. Das kann ich echt noch ändern, aber das war's. Aber ich will dich nicht, ja. Ich will lieber auf HP Juwelen warten als so. Genau, das sind hier die Stats von Velajoule. Ich muss die ganze Zeit überlegen, was nutze ich eigentlich noch derzeit? Tessarion nutze ich auch noch sehr oft. Klar, mit Ragdoll oder so, sag ich mal, in der Kombi. Hier auf, ich glaube, der ist Speed HP Attack. Genau, Speed HP Attack. Absolut crap. HP-Rune schlecht, also überhaupt, ja, es ist, glaube ich, die schlechteste Rune, die ich eigentlich normalerweise so habe, aber gut, ich habe sie halt drin, ja, ist, ja, ich habe keine andere, ja, sag mal einfach, ich habe keine andere, ich kann es nicht ändern, ja, aber natürlich ist das auch so ein Faktor hier, die Rune auch, also, naja, außer, dass sie Crit Rate hat, ja, ist das jetzt nicht so pralle. Die Rune sind hier ganz ordentlich, ja, also der rechte Bereich ist ganz ordentlich. Sag ich mal hier, die Attack-Rune ist auch ganz okay mit ACC, was auch wichtig ist hier für Tessarion HP. Ja, 52% ACC ist nicht unbedingt ausreichend. 70 bis 85% ACC wäre natürlich optimal für die Realtime Arena. Ja, wegen der Passiven hier. Erhöht den Schaden gegen Feinde mit schädlichen Effekten um 30%. Versetzt mit jedem Angriff einen Feind-Boss ausgenommen, 2 Runden lang in unbewussten Zustand. Passive Fähigkeiten werden im unbewussten Zustand nicht aktiviert. Genau wegen dieser Fertigkeit ist ACC hier nicht schlecht, aber okay.
Ist jetzt halt so, ja. Wären die Stats besser, wäre ich höher in der Retamarena. Da sind wir wieder beim Thema. Genau, das sind die Runen hier von Tesarion. Wen nutze ich noch oft? Laika. Laika, ja, ist hier auf Vampir-Zerstörung, Speed, Crit-Damage, Attack-Rund. An dem habe ich an sich, ich lasse mich lügen, aber ich glaube so ungefähr ein Dreivierteljahr nie was geändert. Ungefähr so, ja, haut hin. Hat auch ein bisschen wenig Crit-Rate, ansonsten bin ich hier an sich mit Laika zufrieden. HP, klar, könnte auch mehr sein, aber so mit den Vamp-Runen und alles bin ich an sich eigentlich top zufrieden. Kann man nicht sagen. Hier könnte man vielleicht auch noch HP-Prozent draufknallen. Also man könnte hier noch so kleine Verbesserungen auf jeden Fall machen. ACC braucht man jetzt nicht unbedingt bei Laika, ist nicht so notwendig. Könnte man zum Beispiel hier noch die 10% irgendwie hier von denen wegmachen und könnte da jetzt mal was anderes draufklatschen. Aber ansonsten sieht er so aus. Er sieht schon immer. Also er sieht seit einem Dreivierteljahr mindestens schon so aus. Ich habe nie geändert. So, okay, was nutze ich denn überhaupt noch? Ich weiß nicht, ich weiß immer gar nicht, was ich nutze. Achso, Okeanos ist derzeit auf Tempo Will. Da habe ich an sich nur drauf geachtet, dass nicht zu wenig Speed irgendwie dabei ist. Hier, die habe ich nicht gemaxt, weil es eigentlich nur eine Crap-Rune ist. Okay, hat ACC, was Okeanos braucht, und Speed. Haben wir auch nicht. 58% ACC ist auch nicht unbedingt so viel. Ja, hab halt auf HP hier an sich geachtet. Das ist ein tanky Okeanos. Man kann ihn natürlich auch auf Damage spielen oder halt so auf Speed, HP, Attack könnte man auch machen. Oder Speed, Crit Damage, Attack, Speed, Crit Damage, HP würde auch funktionieren. Kann man sich halt so überlegen. Aber das waren die Runen, die ich hier, sag ich mal, übrig habe. Und das ist der Okeanos. Obwohl ich sagen muss, so ein bisschen mehr Damage beim Okeanos ist auch nicht schlecht. Also kann man auch nehmen. Und natürlich, schneller geht immer. Schneller geht immer. Aber ich habe da keine Runen halt übrig gehabt für ihn. So, okay, was haben wir noch? Bastet. Ja, Bastet ganz einfach an sich. Einfach nur auf Speed, ein bisschen tanky halt. Das sind hier die Bastet-Runen. Hab nicht auf ACC oder so geachtet. Ja, wenn man mehr auf ACC achten würde, dann würde hier auch mehr kommen. Sie hat keine Max-Skill-Ups. Sie hat gar keine Skill-Ups. Sie hat überhaupt keine Skill-Ups. Ja, ich weiß nicht, ich habe Bastet schon ewig, aber es waren immer andere Monster, die irgendwie wichtiger waren, zumindest vom Skill-Upen, ja, weil meistens ist ja nur der First Turn hier mit dem Schild. Natürlich wäre es natürlich geil, hier minus eine Runde, ja, umso mehr nervt ja dieses Schild dann am Ende, aber das, ja, sind hier die Stats von Bastet an sich jetzt nicht unbedingt der Rede wert. So, Psyomas nutze ich vielleicht auch manchmal, habe ich an sich auf Crit Rate geachtet, natürlich, dass er nicht zu slow ist, mit 196 Speed, aber ich bin ehrlich, sehr oft nutze ich ihn Xiomas gar nicht mehr, fast gar nicht mehr, deswegen hat er wenig Liebe in letzter Zeit bekommen. Dann habe ich noch hier Chilling nutze ich aber auch kaum noch. Ich habe ihn sehr viel langsamer gemacht. Ich hatte damals einen plus 140er, also 200 über 240er Chilling. Auch war eine ganz coole Sache, aber ich habe ihn halt sehr wenig dann nur noch genutzt, ja, nur noch für Dragons, und da brauche ich nicht mehr so schnell, aber an sich manchmal habe ich ihn dann schon noch gemacht. So, dann haben wir Pisama hier auf Attack, Crit Damage, Attack. Ja, Crit Rate, Crit Damage, Attack. Crit Rate passt gerade so. ACC 0%, weil es mir dann nur um den Damage geht. Nutze ich aber auch nur, also sehr viel in der Arena und nicht in der Realtime Arena. Deswegen hier nur ganz kurz angeschnitten. Verrat, sehr slow derzeit unterwegs, aber ansonsten bin ich eigentlich hier auch mit Verrat zufrieden und mit dem ACC-Wert, mit dem Speed-Wert okay, mit dem Defense- und HP-Wert ist okay, nicht gut, aber okay. Dann habe ich die Paladinen, ja, die habe ich jetzt auch derzeit in Benutzung, ja, habe ich auf Doppelrache und Schutz geruhnt. Klar, könnte man auch noch Will-Runen hier geben, ja, also ein Rache-Set vielleicht weg. Und Will-Runen funktioniert auch, aber kann auch sehr nervig sein. Mache ich auch definitiv noch ein Video darüber, über die Paladinen. Vielleicht kam es auch schon, vielleicht habe ich das Video schon gemacht, ich weiß es noch nicht. Weil das Video hier wird, glaube ich, Mittwoch oder Donnerstag kommen. Und vielleicht habe ich es auch schon gemacht. Oder es kommt, ja, aber definitiv wird es ein Paladinen-Retamarena-Video geben. Was ich natürlich auch hochlade. Ansonsten habe ich nicht mehr unbedingt viel. Sierra nutze ich kaum noch, weil meine Sierra nicht gut gewohnt ist. Nee, dann haben wir an sich eigentlich nur noch hier Ragdoll, ist hier auf Vampir Nemesis, ja, auf Speed, Crit Damage, HP. Überlege aber allerdings, obwohl die Nemesis-Runen halt nicht schlecht sind, die sind eigentlich wirklich gut.
Ob ich hier vielleicht irgendwann von Nemesis weggehe und da vielleicht irgendwas anderes reinmache. Aber mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht auch auf Will oder sowas. Mal sehen. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Ja, Vampir Nemesis, das sind hier die Stats. Ja, hier auf Speed, Crit Damage, HP. Bisschen wenig Attack, Defense ist okay. Speed ist gut, Crit Rate ist shit. Deswegen sehr oft mit Edna zusammen und dann den Crit Rate Lead, dann ist sehr gut, dann passt das so. Aber ohne Edna ist es halt manchmal echt sehr lucky hier mit der Fertigkeit hier. Dann kann es halt sein, dass er zwar durch die Defense geht, aber er crit nicht und macht dadurch natürlich sehr viel weniger Damage. Genau, das sind hier, ist der Ragdoll. Und ansonsten noch hier Viva Shell. Ist so abgepasst, ja, wundern sich jetzt vielleicht welche, warum nur plus 100 Speed, ist ein bisschen slow, ist abgepasst fürs Team, dass sie als letztes moved, ja, damit sie vielleicht noch die Immunität benutzen kann oder so als Schutz für meine verbündeten Monster oder sowas, also das ist abgepasst, ich könnte sie schneller machen, mache ich aber nicht, weil es halt alles eher so ein bisschen abgepasst ist auf Vio, Will hier, auf Speed, HP, HP, genau, das sind die Stats. Braucht man an sich auch nur achten, ja, das ist nicht zu, also dass sie ein bisschen tanky ist, klar, ein bisschen mehr HP könnte man auch noch verpassen, weil sie einen hohen Grund-HP-Wert hat. Speed natürlich, habe ich drauf geachtet, aber ansonsten ist da nicht so viel zu beachten. Klar, wenn man jetzt auf den Sleep auf dem ersten steht, dann vielleicht noch ein bisschen mehr ACC oder so, aber naja. So, genau, das sind die Runen, hier ist dann nochmal meine Beta nutze ich auch ab und an mal auf Speed, HP, Defense hier geruht, da nochmal ganz kurz dazu. Ansonsten, ja, hier am Duat habe ich noch ein bisschen langsamer gemacht, weil er mir meistens immer ein bisschen zu schnell war. Den habe ich noch hier auf Despair, ja, Despair Broken auf Speed, Defense, HP. Auch noch ein bisschen auf ACC geachtet, ansonsten hier auch nicht so viel zu beachten. Ja, das waren an sich schon die Rita Marina Monster, die ich zumindest aktuell aktiviert habe. Rika oder sowas ist zu slow, deswegen nutze ich sie nicht. Also das sind so ein paar Monster hier mit Rika. Beispielsweise, die nutze ich halt nicht. So, Juno werde ich auf jeden Fall ruhen, will ich auch testen, mache ich auch ein Video drüber. Habe ich aber derzeit jetzt noch nicht geruht. Genau, denkt einfach daran, Amazon, ja, die Aktion von Amazon. Und ich hoffe, dass es verständlich ist. Ich habe hier unten in der Videobeschreibung dann auch nochmal diese kurzen Infos. Wie gesagt, der Account darf nicht jünger sein als 2 Jahre, sonst funktioniert das nicht, der Amazon-Account. Und wie gesagt, 10 Euro zahlen, 25 Euro Amazon-Coins wert bekommen. Ja, was gibt's Besseres? Gibt nichts Besseres. Also der in das Spiel investiert per Coins. Und nochmal kurze Info, probiert die Coins am Rechner zu kaufen, ja. Nicht per App oder sowas, kauft ihr euch am Rechner, geht dann ans Handy, macht das Spiel hochfahren und so weiter. Ich erkläre das, wie gesagt, unten in dem Tutorial. Aber kauft die Coins am Rechner, weil dann manchmal backt es halt so ein bisschen rum, wenn ihr das per Telefon oder so holt. Deswegen kauft es euch per PC oder whatever, Desktop-Version, wie auch immer, am Handy, Desktop-Version. Als irgendwie in irgendeiner App oder sowas. Gut, also ich danke euch hier fürs Zugucken und ich wünsche euch noch einen wunderschönen eine wunderschöne restliche Woche. Ja, ich streame natürlich hier Donnerstag um 18.30 Uhr wieder, ansonsten Samstag dann so circa 19, 20 Uhr. Also haut rein und viel Spaß und tschüss!